Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di... Nach Hause. Absolut. Und ich möchte jetzt noch mal ganz offiziell sagen, herzlich willkommen zum YouTube Goldene Kamera Digital Award 2018. Ein Titel wie für Moderatoren gemacht, einprägsam und vor allen Dingen kurz und knackig. Das lieben wir. Ja, und live. Das lieben wir vor allen Dingen. Live auf YouTube unzensiert. Und ich kann Ihnen und euch versprechen, jedes einzelne Video, das hier heute Abend gezeigt wird, haben wir höchstpersönlich von Hans-Georg Maaßen auf seine Echtheit hin überprüfen lassen. Deswegen gibt es da nun wirklich keinerlei Bedenken. Und man muss dazu sagen, YouTube war, ist und bleibt hoffentlich auch eine Plattform, auf der man sehen und vor allen Dingen gesehen werden kann. Das hat sich eindrucksvoll nochmal unter Beweis gestellt vor knapp 3 Wochen, als mehr als 500.000 Menschen live auf YouTube das Chemnitz-Konzert mit dem Hashtag Wir sind mehr verfolgt haben. Und das ist heute wichtiger als jemals zuvor. Wenn wir uns mal vorstellen gemeinsam, und das ist ja eigentlich das Schlimme, dass wir momentan in Zeiten leben, in der es anscheinend wieder salonfähig ist, Gewalt und Hass zu sehen. Es ist wichtig, laut zu sein. Es ist wichtig, aufzustehen. Es ist wichtig, seine Meinung zu propagieren. Macht es bitte. Denn wir leben ja zum Glück, ja, in einem Land, in dem uns das erlaubt ist. Wir dürfen sagen, was wir denken. Wir dürfen damit auf die Straße gehen. Wir dürfen leben, wie wir wollen, solange wir damit niemand anderem schaden. Und dieses Leben ist ein Privileg, das wir verteidigen müssen. Und vor allen Dingen auch im Namen all derer, die das nicht haben. Deswegen, ob mit oder ohne Hashtag, wir sind mehr, wir müssen unbedingt mehr bleiben. Und unter diesem Mantra sind viele, viele Beiträge sowieso bei YouTube auf allen sozialen Plattformen, die es auf der Welt gibt. Aber auch heute Abend hier finden wir sie unter den Nominierten wieder. Und die nächsten 75 Minuten stehen, und da freuen wir uns sehr drüber, vor allen Dingen im Zeichen der Vielfalt, der Toleranz, des Spaßes, der Liebe und der Unterhaltung. Das wird ein wunderschöner Abend und es ist toll, dass ihr da seid.
Und wir haben heute eine ganze Menge Menschen, die dafür sorgen, dass genau das, was Janine eben gerade gesagt hat, auch in Zukunft weiter passieren wird. Wir haben YouTube-Creators dabei, Influencer, Digital Natives, also die komplette digitale Elite. Und das, muss man sagen, in einer Halle ohne Empfang. Ja. Das wird spannend nochmal in den nächsten paar Minuten. Aber trotzdem. WLAN überlastet, genau. Insta-Stories funktionieren nicht, versucht es erst gar nicht. Könnte schwer werden. Wenn doch, ihr kennt ja den Hashtag. Und ich habe im Vorfeld mal kurz überlegt, ja, man denkt immer, YouTube, das gibt's schon mein ganzes Leben lang. Und in meinem Fall stimmt das natürlich. Aber im Fall von Herrn Gätchen beispielsweise, muss ich kurz aufklären, gibt's ja YouTube erst seit 2005. Da war ich 3. Ja. Und damals hast du noch schön mit dem Bleistift die VHS-Kassetten wieder aufgerollt, wenn es einen Bandsalat gab. Und auf einmal, schwuppsdiwupps, sind wir in einer Zeit, in der am Tag 1 Milliarde Stunden Content konsumiert wird. Am Tag. Ich meine, das ist... Viel. Viel, ja. Und es über, warte, was sind es, 45 Millionen User pro Stunde gibt. Ja. Stimmt das? Das haben wir hier aufgeschrieben. Ja. Und das Zahlen, weißt du? 45 und wir wollen Millionen. Heute Abend... Nee, im Monat. Aber also eine große Zahl. Ach, Stunden, Monat, was soll's. Nein, Zahlen und ich ist schwierig, das hätte ich vorher sagen sollen. Also, 45 Millionen User im Monat, ich finde, das reicht aber auch, weil ich kann nicht bis 45 Millionen zählen. Aber dafür siehst du gut aus. Auch nicht in einem Monat. Das wissen wir ja, reicht bei Frauen vollkommen aus. Gut, ja. Wir wollen heute Abend auf jeden Fall deutsche Kanäle auf YouTube auszeichnen. Also nicht wir beide, sondern wir haben natürlich eine Top besetzte Jury heute. Unter anderem Pina Atalay dabei, Fresh Torge und viele mehr. Schön, dass ihr da seid. Danke. Und weil wir heute Abend 8 Kameras, goldene Kameras, zu vergeben haben, unter anderem auch Sie hier im Publikum, werden im Laufe des heutigen Abends einmal in die Verantwortung genommen, über das Schicksal eines Preisträgers zu entscheiden. Und auch das Publikum zu Hause konnte eine goldene Kamera vergeben. Weil wir also ganz schön was am Zettel haben, fangen wir mit Kategorie 1 an. Wir gehen direkt rein und kommen zu unserem ersten Laudator. Und der ist großartig und hat einen der schönsten Namen in der Showbranche. Er heißt Sebastian Puffpaff, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und er kommt jetzt auf die Bühne und verleiht den Preis in der Kategorie Best of Comedy und Entertainment. Viel Spaß. Einen schönen guten Abend. Hallo Berlin! Sehr nett. Dankeschön. Hallo Internet. Freundlich. Freundlich, ja. Zuerst dachte ich, Mensch, goldene Kamera. dann hieß es aber, es gibt eine Hotelübernachtung. Und da habe ich gesagt, ich komme. Ich mag Hotels. Ich mag Hotels. Ich übernachte sehr, sehr gerne in Hotels, weil ich habe 2 kleine Kinder und ich schlafe gerne aus. Sind nette Menschen. Nette Menschen. Auch die Mutter. Also beide. Ich weiß, der dauert. Nein, aber... Was ich nicht verstehe, jetzt auch hier bei der Goldenen Kamera, ganz tolle Veranstaltung mit YouTube, super cool. Was ich nicht verstehe, ich bin in einem Romantikhotel untergebracht worden. Alleine. Ja, also ganz alleine. Ich habe noch nie mal was Gekauftes dabei. Vertreter wissen, was ich meine. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe, soll das abfärben? Soll ich dadurch nett? Ich weiß nicht, wer von Ihnen, euch, war schon mal in einem Romantikhotel? Mal Hand hoch. Will ich einfach mal sehen, wer weiß, wovon ich... Boah, jetzt hier aber wenig Liebe im Saal. Okay, also dann... Nur für alle, ja, damit ihr wisst, worüber ich rede. Was ist ein Romantikhotel? Romantikhotels, die muss man sich so vorstellen, ich sag mal, die sind immer ein bisschen plüschig, ein bisschen kitschig, ja, also eigentlich wie ein Puff, nur ohne die Flecken. Ja, jetzt erinnert ihr euch, ne? Sehr gut. So. Und ich mag die nicht. Ich mag die nicht, weil jedes Mal stehe ich vorne an der Rezeption und dann bin ich da umzingelt von glücklichen Pärchen. Bäh. Ja, die haben häufig so eine rosa-rote Brille an, ne? Die denken, das hält. Ja, die haben ganz oft so ein Last-Minute-Liebeswochenende gebucht, so über Tchibo. 199 Gänge, ja, verteilt auf 5 Tage. Und ich stand da an der Rezeption und vor mir war so ein Pärchen. Und ich sag mal so, sie war so ein bisschen übermotiviert. Sie war so ein bisschen drüber. Sie war so... Und ich nur, boah, hoffentlich schläft die woanders. So, und irgendwann drehte sie sich dann zu ihrem Mann, ja, oder den sie halt dahin getindert hatte. Auf jeden Fall drehte sie sich zu ihm und sagte, oh, ich glaube, das mit uns, das hält ein Leben lang. Und ich nur, ja, wenn er trinkt, vielleicht. Ja.
So, aber das ist nicht das Schlimmste für mich. Das Schlimmste für mich ist, diese Romantikhotels, die sind ja nie innerstädtisch. Ja? Die sind jetzt nicht hier irgendwie neben das Kraftwerk gebaut. Nein, die sind immer irgendwo im Wald. Ja, weißt du, erst im Wald sind die romantisch. Ne? Oder weil du sie da besser vergraben kannst. Ich weiß es nicht. Ja, nee, du weißt nie, wie du da wegkommst. Ja, und du willst ja weg. In Gottes Namen. Also, was habe ich sofort gemacht? Ganz klar, ich bin sofort vors Hotel getreten. Ich habe mein Smartphone rausgeholt. Ja, ich habe dann erstmal Google Maps aufgemacht, weil ich wissen wollte, wie kommst du hier weg? Also, ich bin in die klassische Körperhaltung des 21. Jahrhunderts gegangen. Ich habe den Glöckner gemacht. Ich buckelte so vor mich hin. So, und in dem Moment, da kam ein Mann auf mich zu. Ja, der guckte mir so ins Gesicht und sagte irgendwann, ach, hier, Herr Puffpaff, Sie auch hier. So, sind Sie auch wegen des Empfangs hier? Ich nur, ne, ich habe auch drinnen 5 Balken. Okay, für Digitalisten dachte ich, das schon. Sie können sich Witze jederzeit, ich weiß, also Ältere kriegen den oft gar nicht, aber alles klar. Ja, jetzt schnacke, ja, also Witze untereinander erklären, das wäre schade für uns alle, das ist eine sehr lange Veranstaltung. Nein, aber was ich da gedacht habe, da habe ich wirklich, irgendwann haben wir beide hochgeguckt und gedacht, ach guck mal, ein Depp, ja? Und ich finde, das ist so bezeichnend für unsere Gesellschaft. Wir verstehen den anderen oft gar nicht mehr. Wir kapieren den nicht, weil er uns ja auch eigentlich überhaupt nicht interessiert, oder? Wir sitzen alle zu Hause auf unserem Sofa in dieser Mulde, die wir da über Jahrzehnte reingefurzt haben, ne? Und sind nur mit uns selbst beschäftigt. Der andere interessiert uns nicht. Und da habe ich mir gedacht, wissen Sie, was schön wäre, wenn man sich mal nullen könnte, wenn man mal sein Hirn ausmisten könnte, den ganzen Schrott, den man da so über Jahrzehnte angesammelt hat, wenn man den mal ausmisten könnte, um dann wieder jungfräulich befreit raus in die Welt zu treten. Hier so ein Smartphone hat eine tolle Taste, die heißt zurück auf Werkseinstellung, oder? Hör mal, das Ding, das müsstest du mal hier oben für die graue oder braune Matsche, je nachdem, wo man halt herkommt. Ich weiß, sind Leute aus Chemnitz hier? Nee, ich sag ja nur, das System dahinter, ne, dass man sich mal nullen könnte. Dann könnte man hier rausgehen und die Welt wieder so sehen, wie sie ist. Und wir müssen die Welt verändern. Das geht jetzt gerade an euch hier, ja, ihr YouTubisten. Ne, ihr müsst da draußen eine neue Welt erschaffen. Wir zerbröseln gerade. Wir individualisieren uns alle weg voneinander. Irgendwann haben wir gar nichts mehr miteinander zu tun. In Großbritannien, schönes Beispiel. In Großbritannien haben die schon eine Ministerin für Einsamkeit. Eine. Nichts haben die kapiert, nichts haben die kapiert. Also ich sag mal, nee, jetzt auch, ja komm. Jetzt werdet ihr warm hier, schön, gut, sehr gut. Also ich sag mal, Humor ist das Wichtigste in unserer Gesellschaft. Wenn wir zusammen lachen, dann finden wir zusammen. Jenseits von Ideologie, Religion oder sonst noch was. Wer zusammen schon mal über den Pups gelacht hat, der mag sich. Der haut sich nicht auf die Omme. Und deshalb kommen wir hier jetzt, meiner Meinung nach, zu der wichtigsten Kategorie überhaupt. Wir kommen jetzt zu den witzigsten, zu den komischsten Comedians, Kabarettisten oder wie sie sich sonst noch nennen, die es da draußen gibt. Und wenn ihr weiterarbeitet, dann haben wir irgendwann Weltfrieden, vielleicht sogar im Universum. Hier sind die witzigsten YouTuber 2018. Wollen wir loslegen? Wollen wir. Come on! Go! Hi, was mache ich eigentlich? Musik und Comedy. Wir wollen ja keinen überfordern. So one for the money, two for the... Ich mache unfassbar gerne Quatsch. Aber ich bin auch sehr gerne mal ruhig. So. Und die goldene Kamera in der Kategorie Comedy und Entertainment geht an J.N. Aya!
Komm, komm, komm. Hier wird gedrückt. Das ist YouTube. Hier haben wir alle. Namen. Hi, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ab in die Mitte mit euch. Na, hier, komm. Nee, 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 so schnell geht das nicht. Das wird hier Bewegtbildmaterial technisch ausgewertet. Da muss geredet werden. Und zwar jetzt. Ist das euer erster großer Preis? Abgesehen von den Auszeichnungen von der Familie? Tatsächlich ja. Also wir haben noch nie einen Preis gewonnen. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen sehr überrascht. Ich habe wirklich gar nicht damit gerechnet. Ich war gerade so voll so, okay, ja, ist okay. Ist okay. Aber ja, jetzt hier zu stehen, ist ein bin sehr aufgeregt, muss ich zugeben. Du bist sehr aufgeregt. Ja, ich frage das natürlich, also ich hätte das nicht gefragt, wenn ich andere Informationen hätte, als die du mir jetzt gegeben hast. Denn ich finde, wenn man zum allerersten Mal einen Preis bekommt für etwas, was man mit so viel Liebe und Herzblut macht, würde ich euch einfach gerne das Mikro hier hinhalten, damit ihr den Menschen danken könnt, denen ihr danken wollt, weil das erlaubt man euch hinterher nie wieder. Ich halte das fest. Ah, ich, okay, Entschuldigung. Kein Problem, alles gut. Okay. Ja, also ich würde auf jeden Fall sehr gerne meinem Partner danken, mit dem ich das alles mache, unserer Managerin Carina und unseren Freunden, die uns ständig bei unseren Kurzfilmprojekten und sonstigen Projekten immer wieder helfen, bis 6 Uhr morgens zu drehen, und an alle Zuschauer, die uns immer wieder supporten und unseren Shit gucken. Also vielen Dank. Die den Shit gucken. Hast du noch was? Eigentlich genau das Gleiche. Eigentlich allen, die uns supporten, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Oh. Mom und Dad. Das wollte ich auch gerade sagen. Meiner Familie, vielen Dank dafür. Und ja, wir freuen uns. Wir machen weiter Videos und sind gespannt, was die... Euch mal stammeln zu sehen, ist wunderschön. Herzlichen Glückwunsch zur goldenen Kamera. Ein Riesenapplaus für Jill und Aria und vor allen Dingen auch für Sebastian Puffbaff. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite, und ich habe eine großartige Kollegin mitgebracht. Sie ist Jurymitglied, Journalistin und Moderatorin. Pina Atalay, bitte großen Applaus. Wir kommen jetzt in die Gefilde der zweiten Kategorie, Pina, und ich habe es eingangs schon einmal angesprochen mit Janine gemeinsam. Wir leben in hysterischen Zeiten, ne? Also es gibt viele Dinge, die uns aufmerksam werden lassen. Und es gibt nicht unbedingt wenige Menschen, die sagen, dass die sozialen Medien da auch eine Menge mit zu tun haben. Ob das Facebook ist, Twitter oder auch YouTube. Stichwort ist Fake News. Die Frage jetzt auch an dich, du hast damit viel zu tun. Wie trennt man da auch die Spreu vom Weizen, um da nicht komplett abzudriften? Wir müssen uns tatsächlich bewusst sein, dass sich Nachrichten sehr schnell verbreiten können weltweit und da eben auch Fake News drunter sind. Und gerade Fake News verbreiten sich teilweise unglaublich schnell. Und ich kann immer jedem nur empfehlen, nochmal zu checken, was ist das eigentlich für eine Quelle, wo kommt diese Nachricht her, finde ich diese Nachricht irgendwo anders noch. Und ich sage einfach mal, wir Seriösen sind dann doch noch irgendwie eine Quelle, auf die man sich eben verlassen kann, ob Tagesschau, ob Tagesthemen. Wir checken ganz vieles einfach mehrfach gegen und einfach mal gucken, kann das wirklich sein und nicht alles so für bare Münze nehmen. Also ist das große Problem, es ist einfacher, Fake News zu platzieren, als die Recherche und den Faktencheck zu machen. Genau, also es bedarf natürlich auch Arbeit und man muss auch die Mittel haben. Journalismus ist ein Handwerk, wir haben das gelernt. Wir haben auch ein Verifikationsteam, das sich die Mühe macht bei Videos beispielsweise. Ist das wirklich aus Syrien, aus diesem Gebiet, wo gerade was passiert ist, oder ist das schon ein Jahr alt? Und da müssen wir auch in dieser schnellen Zeit tatsächlich aufpassen, dass wir nicht dieser Schnelligkeit verfallen, sondern weiter sorgsam arbeiten, so wie es unser Job ist. Aber verzweifelt man da nicht an Menschen wie zum Beispiel einem amerikanischen Präsidenten, der ja offensiv Dinge erzählt und sagt, von denen man weiß, sie können nicht stimmen? Ja, also die Trumpschen Nachrichten verbreiten sich tatsächlich sehr schnell. Über seinen Account kommt ja jeden Morgen was. Also wir müssen uns den Wecker stellen und mal kurz gucken. Ups, schon wieder, vielen Dank. Aber ja, auch da gilt, man kann das ja nachgucken. Ist das wirklich so? Das machen wir dann auch wirklich mit einem Faktencheck bei der ARD. Das kann man sich auch online anschauen. Aber es ist schon nicht so ganz einfach, ne? Also man sieht das und es bleibt auch erstmal im Gehirn hängen. Und das finde ich so gemein. Du liest das und es ist erstmal da. Und das dann wieder als Gegendarstellung ins Gehirn zu bekommen, ist nicht so einfach. Und wir haben jetzt das große Vergnügen, wir beide eine Kategorie anzumoderieren, die ganz, ganz wichtig ist, vor allen Dingen auch auf YouTube. Wir haben 3 großartige Nominierte in dieser Kategorie und die nennt sich Best of Review and Information. Ich habe einfach das Gefühl, ich verbrenne innerlich. Wahrscheinlich haben die meisten von euch noch nie davon gehört. Seit 3 Jahren gibt es von uns jede Woche eine Reportage für euch.
Ich will, dass ihr euch eine Meinung bilden könnt. Aber ist das wirklich so? Und deshalb sind wir Reporter. Wie fit kann ich in 30 Tagen werden? Also so langsam fängt es an zu wirken. Was steckt wirklich hinter diesem Spuk? Was ist das Darknet eigentlich genau? Und wie viel hast du so insgesamt verzockt? 324.000 Euro. Schon krass. Wir sind in der Zentralafrikanischen Republik. Wer hier eine Knarre hat, ist König. Ich persönlich habe ein absolutes Nichtverhältnis zu Behinderten. Und das will ich in diesem Film ändern und mische mich jetzt einfach mal unter das Volk. Bleibt sauber. Ciao. Ja, dank dieser hervorragenden Arbeit werden Informationen, Nachrichten, die Entwicklung unserer Gesellschaft und Kultur für alle überall und jederzeit erreichbar. Mit besonderem Engagement ist das besonders den Gewinnern der Kategorie Best of Review and Information gelungen, die Jury zu beeindrucken. Die goldene Kamera in der Kategorie Review and Information. Kannst du einmal kurz... Ja, ich helfe dir gerne. Ich assistiere. Ah. Warte. Ich kann noch... Ja, ich bin Multitasking. Geht an Tomatolix. Herzlichen Glückwunsch! 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 Komm, wir dürfen uns auch umarmen, bitte vom Ton. Willst du die gar nicht haben? Achso. Und den Umschlag als Andenken. Ja, krass, habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Ich bin nämlich mit zwei großartigen Kollegen nominiert, Reportern Y-Kollektiv, die es genauso verdient gehabt hätten. Das hört sich immer so ein bisschen dumm an, wenn man gewonnen hat und das dann erzählt. Aber ich mag beide Kanäle sehr gerne und kann jedem Zuschauer auch nur raten, da auch genauso reinzuschauen. Und macht weiter so, das ist das Allerwichtigste. Ja. Macht weiter so, tolle Arbeit. Ja, du darfst dich freuen, du solltest dich freuen, du machst beeindruckende Dinge. Was bedeutet denn so ein Preis auch für deine Arbeit in Zukunft? Ja, einfach, dass die Arbeit wertgeschätzt wird. Klar, man hat immer die Zuschauer, die kommentieren, die bewerten und so weiter. Aber wenn es dann noch eine andere Instanz gibt, die die eigene Arbeit auf irgendeine Weise auszeichnet, ist das natürlich ein großartiges Gefühl. So eine Bestätigung einfach, dass man das, was man macht, irgendwie richtig ist. Das ist auf jeden Fall richtig und vor allen Dingen machst du sehr interessante Dinge. Ich würde gerne mal wissen, gab es denn ein Selbstexperiment, an dem du selber verzweifelt bist? Ich habe mal was zum Thema Dating gemacht, bei dem ich probiert habe, offline jemanden kennenzulernen und habe versucht, Mädels anzusprechen. Und das war super unangenehm, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, der jetzt so in die Stadt geht und Mädels aufreißt. Kannst du das heute auf der Aftershow-Party auf jeden Fall nochmal weiter exerzieren, wenn du willst? Ja, ich glaube, nicht unbedingt. Ich glaube, jetzt wissen alle, dass du suchst. Ja, was soll ich noch sagen? Brauchst nichts mehr sagen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Tolle Arbeit, mach weiter. Und viel Spaß auf der Aftershow-Party. Vielen Dank, Pina. Danke dir. Danke. So ehrlich muss man erst mal sein und mit dem Preis in der Hand. Sehe ich da heute Abend auch keine Schwierigkeiten. Ich sehe da gar keine Probleme. Ich habe meine Nummer unten an den Boden graviert, also nur... Die würde ich nicht anrufen. Wir machen jetzt, so würde ich, im Fernsehen würde man jetzt sagen, Dankeschön, Steven. Meine sehr verehrten Herren, wir machen kurz Werbung. Und wenn Sie jetzt eigentlich den Impuls haben zu denken, oh, ich stehe kurz auf, gehe pinkeln, das funktioniert gar nicht, denn das, was jetzt kommt, braucht Ihre volle Konzentration. Denn Sie haben heute gleichzeitig die Pflicht, das Recht und die Ehre, in der folgenden Kategorie den Gewinner zu ermitteln. Wir werden Ihnen im Laufe dieses Abends die drei Nominierten für diese Kategorie, die gleich mein Kollege nennt, weil sonst nehme ich ihm den Text weg, präsentieren. Ist nicht schlimm, das steht so und so schnell hinten. Best Brand Channel heißt das Ganze. Und wir kommen zu unserem ersten Nominierten in dieser Kategorie. Hat über 46 Millionen Aufrufe und das hat die Agentur Heimat gemacht. Und sie hat es geschafft, sag ich mal, dem Thema Heimwerken, dem ich sehr
differenziert gegenüberstehe, eine Sexiness zu geben. Und das jenseits von dem berühmten Satz, den ich gerne sage: Hallo, ist hier ein Mitarbeiter? Schauen Sie mal, hier ist Heimat und Hornbach. Die Baumarktkette Hornbach steht seit jeher in der Digitalkommunikation sinnbildlich für die Gefühlswelt der Heimwerker. Hier regiert der Wahnsinn noch mit Methode. Selbst wenn es um die Integration sozialer Themen geht, vom Mobbing über die MeToo-Debatte bis zur Völkerverständigung. Klassische How-To-Videos ersetzt Hornbach mit einem fundierten Schulungsprogramm. Ergänzt durch Serien über Selbstfindung im Heimwerkerkeller, kultische Verehrung von Arbeitsklamotten und exklusive Design-Editionen zum Selberbauen. Dieses Hornbach-Universum mitsamt seinen Fans hat eine Basis in den Digitalkanälen. Man nennt es den Hornbach-YouTube-Kanal. Ich bin so weit gekommen. Ich blicke nicht zurück. Nach allem, was ich geopfert habe, frage ich mich: Wer sind die Nominierten? Ladies, ich brauche Unterstützung. Lara Crofts. Viele davon. Und ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben so gut begleitet gefühlt. Sorry, Steven. Und ich hätte ab morgen früh um 9, könnten wir das täglich abwechselnd, immer zwei von euch würden mir reichen. Vielen Dank. Einen großen Applaus für die Damen und vor allen Dingen einen großen Applaus. Halten Sie kurz inne, denn das alles war eigentlich nur, um Ihnen zu präsentieren, wer die Nominierten sind in der Kategorie Let's Play und Gaming. Und kurz anzocken, zwei, drei Sätze zu schreiben und fertig ist die Laube. Wie viel Zeit habe ich dafür? Eine Minute! Ab. Jetzt. Jetzt geht's wieder richtig ab. Heute geht es bei uns um Virtual Reality und du bist mittendrin. Oh mein Gott! Schnitt, schnapp! Guck mal, was ist das denn? War ich nicht. Spektakulär. Ist vielleicht nicht die ultimative Megawand, aber immerhin sieht er schon mal besser aus als dieser ganze Schimmelkack hier. Maustaste. Zack, zack. Wir müssen heute in zwei Teams Burger braten. Nein, ich muss kochen, ich habe noch nie gekocht. Ich weiß, wie das geht. Nein! Du bist jetzt auf YouTube. In Kreuzberg. Oma ist jetzt. Das sind die Nominierten in der Kategorie Let's Play und Gaming. Und ich glaube, die größte Auszeichnung, die ich euch heute Abend geben kann, ist: Ich bin noch nie in meinem Leben zwei Minuten lang an irgendeiner Form von virtuellem Spiel hängen geblieben. Ich kenne trotzdem jeden dieser drei Kanäle und zwar by choice. Und ich liebe sie alle und ihr seid alle fantastisch. Und Gaming kann so wahnsinnig viel Spaß machen und ihr brecht alle, wie mir zum Zugucken, ne? Ich würde es never ever selber machen. Ich sterbe dabei, das sage ich euch gleich. Ganz ehrlich, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich finde es fantastisch, dass das eine Form von Unterhaltung ist, die wirklich unterhält. Entgegen aller Vorurteile, die es geben mag. Und deswegen freue ich mich ganz wahnsinnig, weil es kann nur den richtigen treffen. Über den oder die Gewinner in der Kategorie Let's Play und Gaming hier ist.
die goldene Kamera im Jahr 2018 in eben dieser Kategorie. Und sie geht an. Vorsichtig. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. So. Einmal auf die Bühne. Vorsichtig. Sehr gerne. Ach Gott. So, ich muss erstmal unser. Hast du das Klamottchen kaputt gemacht? Vor Freude ist der Ring zersprungen. Oh Gott, oh Gott. The okay. One that rules ich reiche den in die Mitte. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Alle anfassen, alle küssen. Ihr seid Botschafter der Lebensfreude. Ihr seid ein großer Spaß zum Anschauen. Ich könnte niemals, was ihr da macht. Ich sage, ich wäre schon gescheitert beim Anschalten der Konsole. Jetzt sagt mir doch bitte mal, ja, ehrlich, verschwör ich, gell? Ehrlich mal, das tollste Spiel, das jeder von euch je gezockt hat. Ich kann nicht ja Mario Kart. Forza 4, völlig versagt. Bus 18. Bus 18. Ich komme hier rüber. Slisser. Slisser. Ich kenne eins davon, ne? Sage ich gleich, wie es ist. Nein, natürlich nicht. Ich habe das selbstverständlich alles. Jetzt möchte ich also ganz ehrlich sagen, so eine Freude habe ich bei einer Preisverleihung noch nie in den Gesichtern von Preisträgern gesehen. Ist es für euch so eine Überraschung? Ich meine, ihr seid eine Kultinstitution. Das ist euch vielleicht nicht klar, aber spätestens das Publikum müsste euch das klar gemacht haben. Seid ihr so baff? Ja? Und vor allen Dingen haben wir das unseren Fans zu verdanken. Das sagst du jetzt nochmal, wenn es ruhig ist. Also, ich glaube euch, es ist eine Riesenüberraschung, auch wenn mich das wundert, dass euch das überrascht, aber bitte. Wir haben das unseren Produzenten, unseren Kameraleuten und vor allen Dingen unseren lieben Fans zu verdanken. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich... Es macht uns riesen Spaß und durch unsere Fans sind wir immer aufgemuntert. Wenn wir irgendwas nicht schaffen, ihr schafft es und wir schaffen es. Jetzt komme ich nochmal hier rüber. Ja, unsere größten Gönner sind Sebastian und Joschka. Die beiden haben es ermöglicht, dass sie sich mit der älteren Generation abgeben und haben das aus uns rausgeholt. Ja, man sieht's ja selber. Ah, ich muss noch ein Geheimnis verraten. Ja, bitte. Wenn wir drehen, dann sind die so liebevoll und manchmal machen sie uns auch eine Wärmflasche. Eine Wärmflasche. Du bist ganz baff. Ja, ich bin ganz baff. Mir fehlen die Worte. Ganz, 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 ganz lieben Dank. Also ich bin überwältigt. Ich möchte wirklich, es ist einer der schönsten Momente für mich überhaupt jemals an so einem Abend mit solchen Preisträgern. Ein Riesenapplaus an Seniorenzocken. Herzlichen Glückwunsch zu dieser goldenen Kamera. Ihr habt sie so verdient. Wenn ich mal alt bin, möchte ich so sein wie ihr. So,
Wo waren wir? Bei Werbung. Erinnern Sie sich, dass ich das Thema vorhin schon mal kurz angeschnitten hatte? Werbung. Wir suchen heute Abend immer noch den Preisträger für die Kamera. Beste goldene Kamera in der Kategorie Best Brand Channel. Ich bin ganz emotionalisiert. Verzeihen Sie mir. Aber das war wirklich einfach wunderschön. Und wenn man Werber ist, und ich bin keiner, aber ich versuche zu antizipieren, dann kriegt man ja wahrscheinlich meistens den Auftrag, irgendwas wahnsinnig sexy zu machen, weil das so ein schönes Wort ist. Und in diesem Fall war der Auftrag, mach mal bitte einen Supermarkt sexy. Das haben die Herrschaften von Jung von Matt grandios und wahnsinnig erfolgreich mit Edeka hinbekommen. Der Edeka-Channel hat über 140 Millionen Aufrufe. Ich habe das extra abgelesen. Es stimmt. Das ist die zweite Nominierung in der Kategorie Best Brand Channel. Machen Sie sich bitte selber ein Bild. Moin zusammen, wir sind Julia und Kev. Und hier seht ihr unseren Channel. Wenn ihr das riechen könntet, das ist so toll. Genau, perfekt. Was wir da mit euch alles kochen. So. Und backen. Seht ihr mich noch? Die Welle schlagen. Hier kann sogar er noch was lernen. Nein, doch. Oh. In Slow-Mo ist alles viel cooler. Wie man sieht, lieben wir unsere Lebensmittel bis aufs kleinste Detail. Bei uns geht nie was schief. Wow! Und Feuer! Läuft bei uns! Bei 2 Videos die Woche kommt ordentlich was zusammen. Watchtime, 281 Millionen Minuten. 534 Jahre. Und das bei? 80% organischen Aufrufen. Supergeil. Tschüss! Tschüss! Die Kategorie, zu der wir jetzt kommen, nennt sich Special Award. Und wie der Name schon so vorgibt, geht es hier um Formate, Kanäle, Projekte, die in keine andere Kategorie reinpassen, die ausgezeichnet werden, ausschließlich auf ihrer absoluten Besonderheit. Da freut sich jemand, aber absolut, das ist auch gut. Wir wollen Freude und Emotionen. Das sind unsere Senioren. Wirklich? Ja, im Sauerstoffzelt. Ja, völlig zu Recht. Völlig zu Recht. So sieht Freude aus. Man kann sich auch noch mal ordentlich über den Preis freuen. Aber wir kommen noch mal zurück zu dem Thema, das du gerade angesprochen wirst. Vielfalt. Ganz, ganz wichtig und wie wir alle momentan mitbekommen, anscheinend aber nicht überall auf der Welt erwünscht und gewünscht, was uns sehr irritiert. Dieser spezielle Preis heute Abend zeichnet einen Kanal aus, der ganz, ganz wichtig ist. Denn wir diskutieren ja schon seit Jahren bei uns darüber, was ist Deutsch und was ist Heimat. Und die Goldene Kamera geht an einen Kanal, der sich mit dieser Thematik seit längerem auseinandersetzt und das beleuchtet und anguckt, das Thema Heimat. Es gibt Porträts von Menschen, die ihre Geschichte erzählen, ihren Begriff von Heimat definieren, die ihr dem Begriff Heimat und der Deutschstämmigkeit oder der Migrationshintergrund, den sie haben, dem Ganzen ein Gesicht geben. 85 Porträts, über 19 Millionen Mal geklickt. Das hier ist das großartige Projekt Germania. Ich bin Mona Lima, bin 1990 in Kabul, Afghanistan geboren, 91 mit meiner Familie nach Deutschland geflohen. Born in Marokko, mit 8 Jahren nach Indien und mit 14 nach Deutschland. Meine Mama kommt aus Schleswig-Holstein und mein Vater kommt aus Gambia in Westafrika. Mein Opa war ein ganz normaler Gastarbeiter und hat dann seine Familie nachgeholt. Ich bin in Polen geboren und seitdem ich 6,5 Jahre alt bin, bin ich in Berlin. Ich bin nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich bin irgendwo zwischen Berlinerin und Amerikanerin. Ich finde es immer schwierig, sich einzuordnen, ob man jetzt sagt, man ist deutsch oder afghanisch, dass man das gar nicht mehr in so Schubladen stecken kann. Wenn du hier bist, dann bist du ja schwarz. Wenn du nach Afrika gehst, bist du weiß. Und am Ende des Tages steht man wieder zwischen den Stühlen. In der Grundschule war es voll oft so, dass die Kinder dann so Geschlitzaugensprüche gebracht haben. Damals habe ich das auch nicht so richtig gecheckt, dass das beleidigend ist, weil ich das Prinzip von Rassismus damals noch überhaupt gar nicht verstanden habe. Ein paar Sachen, die ich nicht durfte, die anderen durften. Irgendwie nachts mit dem Zug in bestimmten Städten unterwegs sein. Dortmund war immer so eine Nazi-Hochburg, so, da durfte ich mich überhaupt nicht rumtreiben. Eigentlich, da gab es immer viele Stories von Freunden oder Bekannten, die von irgendwelchen Nazis durch die ganze Stadt gejagt wurden.
ich hier in diesem Land bin und hier geboren bin und irgendwie Leute dann sagen, ja, geh doch zurück oder mach das, dann denke ich mir so, hä, wohin zurück? Aber alles in allem fühle ich mich eigentlich als Deutsche in Deutschland. Es gibt so viele Schilder in Deutschland, dass man gar nicht weiß, wo man hingucken soll. Es gibt ja auch Schilder übereinander, die dann diese Schilder drunter wieder aufheben und so. Also es ist auf jeden Fall typisch deutsch. Es ist so ordentlich hier. Es ist alles so gepflegt und so pingelig, aber ich fühle mich wohl. Man darf nicht unterschätzen, wie geil wir es hier haben, dass wir hier eine Redefreiheit haben. Das könntest du in anderen Ländern gar nicht bringen, ja? Was du hier alles schaffen kannst. Du kannst dich bilden, weißt du, du kannst in Vereine gehen und. Sei froh, dass du hier bist, du kannst hier alles erreichen. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. Guten Abend, Berlin. Ihr werdet gleich mehrmals die Chance haben, diesen tosenden Applaus während unserer Laudatio nochmal zu wiederholen. Also wir haben es gerne, wenn ihr applaudiert und etwas Gutes hört. Mein Name ist Matteo. Ich betreibe seit 16 Jahren ein selbstfinanziertes und durch gelungenes Integrationsprojekt. Es nennt sich Culture Candela. Da vorne sitzt der Kopf, der Erfinder, der Ideengeber von Germania, Bastian Astonk. Lasst uns... Genau diesen Applaus meinte ich. Lass uns den Basti mal ein bisschen überraschen. Wir vier Laudatoren haben alle unsere Geschichten auf Germania erzählt und unterstützen das Projekt von ganzem Herzen. Es ist eine wichtige Plattform, denn sie zeigt ein positives, buntes und differenziertes Bild von Deutschland im Jahr 2018. Es gibt per se zu wenig gute Nachrichten in den Nachrichten. Über Migranten gibt es fast nur schlechte Nachrichten. Doch egal, ob wir Gemüseverkäufer, Fußballmillionäre, Influencer, Anwälte, Lieblingsrapper eurer Kinder oder einfach nur eure Nachbarn sind, es gibt sehr, sehr viele positive Beispiele für gelungene Integration in Deutschland. Ja, schönen guten Abend noch von mir. Ich bin Moana und ich durfte die Erste auf Germania sein. Ja, jeder von uns macht unterschiedliche Erfahrungen in seinem Leben, in und mit Deutschland. Für jeden von uns repräsentiert Deutschland etwas anderes. Für jeden fühlt sich das Deutschsein anders an. Wir sind Individuen, alle mit eigener Geschichte, eigenen Gefühlen, eigenem Päckchen. Man kann uns nicht einfach alle über einen Kamm scheren. Wir sind nicht das Volk, wir sind nicht die Migranten. Deutschland, beziehungsweise die Wahrheit, ist nicht immer schwarz-weiß und Deutschland ist bunt. Vielen Dank. Mein Name ist Salim Samatu von Rebel Comedy und ich bin auch in Deutschland aufgewachsen. Ich liebe Deutschland und Germania ist so wichtig, weil wir zurzeit überall mit Rassismus konfrontiert werden, überall, egal ob im Osten, in den USA, bei Tieren. Selbst bei Tieren ist es angekommen, weiße Schnecken haben Häuser, Schwarze sind obdachlos, was soll das? Überall. Es muss aufhören. Und deswegen ist Germania so wichtig. Sie zeigen ein positives Bild. Diese Stories sind nur einige. Es soll uns zeigen, egal wo du herkommst, egal welche Nationalität, egal wer deine Eltern sind, sei kein Produkt deiner Umgebung, sei eins deiner Vorstellung. Deswegen Germania, danke. Guten Abend auch von mir. Ich bin Aminata. Und nachdem ich die erste Folge mit Warner gesehen habe, war ich sofort super begeistert von dem Format. Jetzt hier zu stehen und ein Teil dessen zu sein, macht mich wirklich stolz. Ich höre fast täglich Sätze wie, woher kommst du denn eigentlich? Oder dein Deutsch ist ja recht gut. Und das ist ziemlich anstrengend. Und nicht nur deshalb ist Germania so wichtig.
Denn deutsch sein hat nichts mit einem vermeintlich deutschen Aussehen zu tun. Also, vielen Dank, Bastian. Vielen Dank, Germania. Und deswegen bitten wir jetzt unter genau diesem tosenden Applaus Dennis Schöpfer, den Vater von Germania, auf die Bühne. Bastian Assong, hier ist so eine Kamera für dich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich nehme Begeisterung, Respekt und Würdigung, nicht nur durch die Auszeichnung, vor allen Dingen durch diese Auszeichnung. Ich finde, du kannst das noch kurz genießen. Bastian, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt nicht reden würde, würden die Leute noch eine ganze Weile klatschen. Und zwar einfach, weil sie Bock drauf haben, weil sie würdigen möchten, was du für eine fantastische Idee hast, wie großartig sie umgesetzt wurde, nicht nur von dir, sondern von all den 85 Menschen, die sich bis jetzt in deinem Projekt erzählt haben, ihre Geschichte erzählt haben. Wie geht's weiter? Was passiert damit noch? Weil es sieht so aus, als müsste das der Anfang von was ganz Großem sein. Möchtest du gerne Nachahmer haben? Ja, gerne. Also es gibt lustigerweise ein paar Leute, die das selbst Germania-Folgen drehen mit sich selbst. Aber ist das schön. Ja, das ist total gut. Nee, also wir machen ja weiter. Also zudem muss ich sagen, das klingt jetzt so, als wenn ich das wäre. Ich bin ja sozusagen fast, ich drehe ja keine einzige Folge. Insofern ist natürlich die Leute, die das drehen, das ganze Team und natürlich auch Funk, die das finanziell überhaupt ermöglichen, muss man natürlich erwähnen bei dieser ganzen Geschichte. Und die ganzen Leute, die mitmachen, die auch einfach sich natürlich öffnen und die, muss man ja sagen, manchmal auch andere Sachen erzählen, als so im Öffentlichen gerne gehört ist, die ein Risiko eingehen. Als Rapper oder Fußballer muss man so ein bisschen drauf achten, was man so erzählt. Und deswegen, also das muss man mal zuerst sagen. Also insofern gehört das natürlich noch ganz vielen anderen Leuten. Und wir machen gerade, wir haben mit Ich bin Germania angefangen. Das ist eine Instagram-Geschichte, wo man sozusagen sich selbst fotografieren kann und sozusagen Teil, sich hinter diesen Gedanken stellen kann. Einfach, weil wir zwar einmal die Woche ein Video drehen, aber natürlich es ganz viele Leute gibt, die auch mitmachen wollen und die wir nicht drehen können. Und genau, man kann sozusagen ein Video gewinnen dabei. Und nächste Woche, zum 3. Oktober, werden wir eine neue Reihe starten, nämlich mit Germania Ost werden wir sozusagen die Migrationsgeschichte der Ostdeutschen erzählen. Lieber Bastian, ich finde fantastisch, was du tust. Vielen Dank. Vielen Dank auch stellvertretend an euch, auch an alle anderen, die den Mut haben, bei diesem Projekt mitzumachen. Und einen riesigen Applaus und einen herzlichen Glückwunsch an euch alle zu dieser goldenen Kamera, die euch allen gehört. Und beim Abgehen könnt ihr nochmal richtig klatschen. Vielen Dank, Bastian Assong. Wir kommen nun zur Kategorie Best of Education und Coaching. An dieser Stelle stünde eigentlich meine Kollegin Colleen Ullmann-Fernandes, die heute leider aus gesundheitlichen Gründen nicht hier sein kann. Sie entschuldigt sich vielmal, sie wäre sehr gerne da gewesen. Sie reicht aber morgen einen Attest vom Arzt nach. Deswegen übernehme ich ihre Laudatio. Ach ja, gute Besserung. Weil sie guckt zu, nicht wahr, Colleen? Gute Besserung von uns allen an dich. Best of Education und Coaching. Man kann seine Zeit auf YouTube, das wissen wir alle, ganz herrlich verbringen und manchmal auch einfach nur den Kopf leer machen bei dem Konsum des 285. Katzenvideos, bei dem man allerdings auch noch etwas lernen kann. Katzen sind gar nicht so klug, wie viele Menschen immer denken. Glasscheiben sind gefährliche Hindernisse für Tiere, die nicht aufpassen. Und all diese vielen Dinge kann man dabei lernen. Man kann aber das Internet
auch noch zu einer anderen Form von Education nutzen. Man kann gezielt lernen. Man muss gar nicht lange suchen, um Kanäle zu finden, die Wissen auf einzigartige Art vermitteln. Wie die Nominierten in eben der Kategorie Best of Education und Coaching. Lernen kann nämlich einfach auch wahnsinnig viel Spaß machen. Das hat Colleen überprüft. Sie hat sich mit den neugierigsten Menschen, die es auf der Welt gibt, getroffen. Mit Kindern. Es ging um Bildung, um den Blick der Kinder auf die Welt und natürlich die größte Frage, die man sich als Kind so stellen kann: Wie erziehe ich eigentlich endlich mal meine Eltern? Alle auf ihre Plätze, jetzt geht's los! Besoffene, Kinder und Leggings sagen immer die Wahrheit. So heißt es zumindest. Deshalb habe ich mir heute eine kleine Expertenrunde zusammengetrommelt. Sozusagen mein Ministerium für Bildungs-, Erziehungs- und Lebensfragen. Wie erzieht man Eltern? Wie bringt man den Mann in den Wald? Mama, geh jetzt sofort ins Bett! Und hören deine Eltern dann auf dich? Nein! Menschenskinder, die könnten von mir noch was lernen. Nicht so viel am Handy rumtreiben. Keine hässlichen Klamotten kaufen. Warum muss ich immer weiß oder schwarz oder grau anziehen? Ich will ja auch mal bunt rausgehen. Dann hatte ich gedacht, ich mach coole Augen und sag bitte, also so. Bitte. Wenn du selber eine Schule bauen könntest, wie würde die aussehen? Nicht reinschreien, Finger hoch. Unter jedem Tisch kommt eine Box voller Süßigkeiten. Pommesche aber? Gibt's so was wie einen Chef von Deutschland? Ja, ein Bürgermeister und ein König. Und der bestimmt alles? Ja. Wenn du der Chef von Deutschland wärst, was würdest du denn dann entscheiden? Dass die Leute sich nicht streiten. Dann würde ich viel strengere Tierschutzgesetze machen. Und wie heißt der König von Deutschland? Null Ahnung. Kennt ihr das Internet? Oh mein Gott, da kenne ich mich ein bisschen aus. Ich bin nicht im Internet. Ich habe einen YouTube-Kanal. Du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Was machst du da? Erstmal habe ich noch nicht so einen Plan, was ich jetzt erstmal mache. Zwei haben dann geliked. Möchtest du auch mal YouTuber werden, Christiano? Und wir sind die Nominierten. Ja. Und das sind die Nominierten. In der Kategorie Kating und Coaching. Das sind die Nominierten für die Kategorie Education and Coaching. What is life? Are there aliens? Humans are apes with smartphones. Früher war das mit dem Internet viel aufregender als heute. Wer ist denn bei euch zu Hause der Boss? Das sind die Nominierten in der Kategorie Best of Education und Coaching. Und ich meine, wenn das Kind das erste Wort hat, dann sollte es verdammt nochmal auch das letzte Wort haben. Deswegen enthüllt den Gewinner der Goldenen Kamera in eben dieser Kategorie Tara Mina. Und die Goldene Kamera geht an... Kurz gesagt, in a nutshell! Kurz gesagt, in a nutshell! Alle beide gleichzeitig. Herzlichen Glückwunsch. Ich überdreht euch um, damit euch alle sehen können. Ich gehe an die Seite. Hier ist eure goldene Kamera. So, haltet sie gemeinsam fest. Sie ist euch, niemand wird sie euch wegnehmen. Erst einmal vielen Dank auch als jemand, der auch ein kleines Kind großzieht, das mit mir verwandt ist. Vielen Dank. Ich habe eine Frage und zwar, wenn ihr euch Themen nähert, seid ihr jemals in die Situation gekommen, in der ihr ein Thema für zu komplex oder zu kompliziert erachtet habt, als dass man es so umsetzen kann, wie ihr es umsetzt? Das passiert sicherlich ab und an, dann wird es teilweise gestoppt und dann starten wir einfach nochmal neu. Das heißt, würdest du sagen, man kann eigentlich, ich sage mal fast, weil Ausnahmen bestätigen die Regel, jedes Thema so aufziehen, dass man es
simpel und verständlich erklären kann? Ich würde sagen, ja, dafür sind wir das beste Beispiel. Danke, dass du das gesagt hast, sonst hätte ich das gesagt. Ja, da kann man schon mal klatschen, denn dafür sind Sie ein fantastisches Beispiel. Das Internet und die Interaktivität, die damit einhergeht, animiert ja Menschen durchaus auch, und das ist ja oft gewollt, zu kommentieren und ihre Meinung zu Dingen zu sagen. Gibt es ab und zu den Fall, dass Oberstudienrat 56 drunter schreibt, Entschuldigung, aber bei Sekunde 54, da ist mir ein kleiner logischer Fehler unterlaufen. Oder hält sich das in Grenzen? Beides. Wir bekommen teilweise auch so lange E-Mails zu Videos, wo einfach Leute uns nochmal ihre Meinung dazu preisgeben. Und das hat auch absolut seine Berechtigung. Menschen setzen sich mit dem, was ihr tut, auseinander. Total. Und damit habt ihr all das erreicht, was ihr damit erreichen wollt. Und noch mehr kommt. Ganz genau. Vielen herzlichen Dank und vor allen Dingen ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser goldenen Kamera. Kurz gesagt, in a nutshell, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch, auch von meiner Seite nochmal. Wenn Deutschland jemanden zum Eurovision Song Contest schickt, dann ist das entweder ein Himmelfahrtskommando oder es endet in einem Triumph. Zum Glück gilt Letzteres für unseren nächsten musikalischen Act hier oben auf der Bühne. Er hat eine Wahnsinnsstimme, tolle Präsenz, ist wirklich toll. Und es ist der großartige Michael Schulte, der jetzt ein Medley singen wird aus seinem ESC-Hit You Let Me Walk Alone und seiner brandneuen Single, die nennt sich Never Let You Down. Die feiert jetzt hier bei uns heute Abend Weltpremiere. Und ist in circa 3 Stunden dann erhältlich. Also, viel Spaß, hier ist Michael Schulte. I was born from one love of 2 hearts. We were 3 kids and a loving mom. You made this place a home, a shelter from the storm. You said I had one love and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road alone. Whoa. Your heart is weak and vulnerable. Oh, I'll be there. When you're all alone, don't know where to go. Oh, I'll be there. When you're in doubt, I'll bring a smile, 'cause you should know the sun will rise. Oh, I'll be there. There are days when you're feeling low, everything's impossible. This is one thing that you should know. Every time when you lose hope, you don't know where to go. Just one thing that you should know. I'll never let you down. I'll always be around. When you're hurt, I'm sorry.
that my days are wrapped and done. Let the blanket of our memories keep you warm. My love for you is forever when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, I never leave. Vielen Dank. Applaus für Alex und Melanie von Parkour One. Vielen herzlichen Dank. Unsere Freerunner, bevor ich euch in den Abendhimmel von Berlin entlasse, Butter bei die Fische. Direkte Frage, ehrliche Antwort. Wenn ihr mich anschaut, voll im Saft, ein einziger Muskel, welche Übungen könnte ich jetzt von euch lernen? Okay, na, wir haben uns da was überlegt. Es ist super gefährlich. Du musst echt aufpassen. Ja. Es ist sehr schwierig. Ich kann damit umgehen, mit Gefahr. Ich zeig's dir kurz. Ja. Da kriege ich eventuell eine Zerrung, aber ich versuch's. So, halt mal. Waren das beide Füße oder nur einer? Ja, beide. Ich brauche aber dafür Anfeuerung. Wunderbar. Melanie und Alex, vielen Dank. Schönen Abend euch. Damals in einem Land vor unserer Zeit, kann ich da nur sagen. Jetzt geht es natürlich, können Sie sich denken, um die goldene Kamera in der Kategorie Best of Sports. Und das Schöne an den ganzen Kanälen, Sportkanälen, jetzt auch unter anderem bei YouTube, ist ja, dass wir das nicht nur passiv konsumieren, sondern auch aktiv. Vor allen Dingen dann, wenn wir gute Vorbilder haben, die mit ihrem eigenen Beispiel vorangehen. Ich sage jetzt mal Sophia Thiel. Sie sagt, aus jedem Couch-Potato kann ein Mann wie der Gätchen werden, mit einem Sixpack. Auch das können Sie schaffen. Es gibt aber auch andere Kanäle, da geht es auch um Fitness, das Ganze aber ein bisschen entspannter und ruhiger. Zum Beispiel Maddie Morrison. Meditation und Yoga ist da das Stichwort. Sollte man mal versuchen für die innere Ruhe. Oder
bei den Free Kickers, die wirklich unsere Nationalmannschaft alt aussehen lassen, weil die unfassbare Freistöße ins Tor ballern. Macht sehr viel Spaß, diesen drei Nominierten zu folgen und sich das Ganze anzuschauen. Allen Nominierten kann ich nur sagen, auch in diesem Fall, macht weiter so. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid dabei. Aber die goldene Kamera geht natürlich jetzt nur an eine Person oder Gruppe. Ich habe den großartigen goldenen Umschlag. Die goldene Kamera in der Kategorie Best of Sports. Ich zitter noch von meiner sportlichen Anstrengung. Dauert ein bisschen so. Ah, hier. Ich habe ja so meine Erfahrung mit Dingen ohne Umschläge und Preisträgern, die kommen. So. Best of Sports geht an die Free Kickers. Glückwunsch! Also das ist wirklich beeindruckend. Man muss ja sagen, das ist ein Hobby, das dann explodiert ist und ihr habt unfassbar viele Abonnenten, ihr habt unfassbar viele Stars, die mitmachen. Lewandowski, Roberto Carlos war bei euch. Wenn man so etwas macht und so eine Freude daran hat, wenn man auf einmal dann hier oben auf der Bühne steht und dann so eine Trophäe in den Händen hält, was schießt einem da durchs Gemüt? Also ich freue mich mega darüber, weil man kriegt zwar auf YouTube viele Reaktionen, man kriegt halt viel mit, aber so einen Preis überreicht zu bekommen, das ist schon mal was ganz anderes, was man da gar nicht so hat. Deswegen, ich freue mich mega darüber. Das sollt ihr beide auch. Eine letzte Frage und du musst nur eine einzige kurze Antwort geben. Wer ist denn jetzt der beste Freistoßschütze, den es gibt, den ihr kennt? Darf ich offen sagen? Ja. Also ich würde sagen, aus Deutschland war es Lewandowski auf jeden Fall. Okay. International, weil es auch mein Jugendidol war, Roberto Carlos. Wunderbar. Lewandowski und Roberto Carlos, macht weiter so. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch zur goldenen Kamera in der Kategorie Best of Sports. Und der gehört auch euch. Menschen, viele goldene Kameras, die wir verleihen dürfen. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren, glaube ich, ne? Ja, wir kommen zur Kategorie Best Music Act. Ah. Und da muss man ja sagen, YouTube hat ja die Macht, liebe Grüße an Justin Bieber an dieser Stelle, Musiker in den Weltruhmhimmel zu heben. Ja? Der Musiker hat dank YouTube die Macht, sich da selber hinzuheben, denn YouTube singt ja nicht. Das macht in dem Fall Justin Bieber. Oder in unserem Fall unsere Nominierten. Hier kommen wir jetzt zu einer Kategorie, in der die User und Leser der Funke Mediengruppe mit abstimmen konnten. Und sie haben sich aus 14 Künstlern ihre Lieblinge rausgesucht. Und wir stellen jetzt erstmal vielen Dank für die riesige Beteiligung. Und wir stellen jetzt die drei Nominierten gemeinsam vor. Ja, das tun wir. Da haben völlig wir völlig unvorbereitet. Nichts vorbereitet. Nein, gar nichts. Gar nichts. Warte, ich bereite noch mal ein bisschen was nicht vor. Ja, genau. Du konzentrierst dich auf das Nicht-Vorbereiten. Ja, ich bereite ich gar nichts vor. Ich rede einfach mal mit dir, weil du bist jetzt ja unvorbereitet. Ja. Schmeiße ich dich ins kalte Wasser. Ja. Wir kommen zum ersten Nominierten und der ist YouTube-Klick-Millionär und Casting-Show-Held. Oh. Was hast du denn nicht vorbereitet, liebe Janine? Gar nichts, glaube ich. Hey Michael Schulte, mit diesem Song ging's von Lindau nach Lissabon für Deutschland auf Platz 4. Da stand lang keiner mehr und wenn du so singend auf der Bühne stehst, die Haare vom Wind verweht, dann können wir alle sehen, nirgendwo wirst du allein hingehen. Nie mehr. Völlig spontan. Wahnsinn. Auch die Musik, wie das einfach so zusammengeht. Die Danke. Jenny berührt mein Herz jedes Mal, wenn du singst. Janine. Ja. Entschuldigung. Aber das habe ich ja noch nie gemacht. Wir kommen. Das erste Mal für uns beide, Sven. Ja, genau. Wir kommen zur zweiten Nominierung und vielleicht fällt dir da was ein. Selina Moore, die ist ja durchgestartet und ihre erste Single ist komplett nach oben geflitzt. Da war sie 17. Jetzt ist sie 18.
wo soll das noch hingehen? Ich meine, ich bin 25. Ende offen. Okay. Okay. Selina Moore. Du kannst wirklich nicht mit Zahlen umgehen. So. Steven, Alter, das ist nur eine Zahl. Und die ist am Ende scheißegal. Außer vielleicht in deinem Fall. Oh. Hey, Selina, krasser Jackpot mit dem Lover, mit Say When. Ab jetzt nicht mehr Flying Solo. Wirklich? Ja. Wow. Ja. Und du schüttelst das aus dem Ärmel, als hättest du es geprobt. Ey, wirklich, als hätte ich es geprobt. Als hätten wir uns vorbereitet. Aber wir haben noch eine Nominierung, und zwar Numero 3. Ich bin jetzt mal gespannt, was dir da einfällt. Sein Name Moritz Gart, großartiger Newcomer, und sein Song Boomerang hat schon 4 Millionen Aufrufe, und jetzt kommst du. 4 Millionen und ein. Aufruf. Jetzt. Du hast eine Stimme wie ein Bumerang. Ganz egal, was du singst, es kommt hier an. Wenn du so weitermachst, geht's nur da lang. Nicht mehr wie ein Bumerang. Nein, immer weiter bis ganz nach vorne, Mann. Janine Michaels, meine Damen und Herren. Sie nominiert in der Kategorie Best Music Act, meine Damen und Herren. Tolle Nominierte, großartige Performance von dir. Das werden wir alles bei YouTube Music bald full engaged sehen, hoffe ich doch. Ich bin immer full engaged. Ich bin auch immer mit full engaged. Mit und ohne YouTube Music. Die goldene Kamera, liebe Gäste, in der Kategorie Musik geht an. Wir gucken uns das an. Moritz Gart! Moritz, komm zu uns! Ja, siehst du, Glückwunsch! So schnell geht's. Okay. Erst die Umarmung und jetzt die Kamera. Bitteschön, nur für dich. Ist das jugendlicher Leichtsinn, dass du einen Kapuzenpulli und eine Lederjacke trägst? Ey, Wahnsinn! Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber vielleicht... Aber und dir ist er nicht schwitzt warm. Fast nee. Nicht. Guck mal, dir ist nicht warm? Nein, das ist die Maske, das überdeckt alles. Die Maske bedeckt alles. Eine gute Maske ist alles, sage ich auch genau, immer. Eine gute Maske cool, ist alles. Aber lass uns doch mal teilhaben, vielleicht an dem Rest. Brodelt's? Spaßig, fröhlich. Bitte? An welchem Du hast ja einen Preis in der Hand, ja. Die goldene Kamera. Das ist doch was Schönes. Voll. Ach so, ich soll jetzt darüber reden. Ach so, ja, du kannst also auch über deine Jacke reden. Du kannst, du kannst uns sagen, was du anhast, von wem das ist, was du drunter trägst. Aber ich dachte, über die goldene Kamera macht am meisten Spaß. Nee, dann würde ich gerne erstmal Danke sagen an meine Freunde, bevor ich das wieder vergesse, die mich wirklich Tag und Nacht unterstützt. Und, wie heißt sie denn? Lisa Marie. Lisa Marie, hallo, Lisa Marie. Und, sitzt da vorne. Dankeschön, ich liebe dich. Und auch natürlich an meine Eltern, die gerade auch wieder zu Hause mit Oma zusammen den Livestream gucken. Cool. Ja, und dann natürlich auch spezifisch jetzt auf Boomerang bezogen an alle Leute, die da mitgewirkt haben. Alleine auch Moritz Dörflinger, der das Video wunderschön gedreht hat. Danke an Österreich, dass wir in euch drehen durften. und auch hier an mein Label, Dankeschön. Dankeschön auch an Noko, weil du mich so nett angrinst. Und ja, an meine Eltern, an meinen Produzenten. Ja, und an die Massenbilderin. Ne? Ja, tatsächlich war das auch meine Freundin. Super. Moritz Gart, herzlichen Glückwunsch. Goldene Kamera. So, darf ich noch einen dann? Ja. Warte. Stopp. Jetzt hätte ich schon wieder fast jemanden vergessen. Und zwar an die Fans. Ja, an die Fans. An ihre Fans und meine Fans, die gewotet haben. Und natürlich auch Dankeschön an dich. Ja. Jenny und Sven. Ja. Merk sie einfach. Okay. Wir geben noch mal groß raus. Ja, Glückwunsch, Moritz Gart! Großartig. Ach. Wahnsinn. Wir machen weiter.
Aller guten Dinge sind drei. Best Brand Channel, eine Kategorie, die wir noch nicht gekürt haben. Da müssen Sie ja gleich in Action gehen. Wir haben uns so im Vorwege auch ein bisschen unterhalten. Wir beide finden virale Kampagnen besonders gut, die, sag ich mal, ein Produkt bewerben oder eine Institution, bei der man das nicht für möglich gehalten hätte. Meine, überlegen wir uns mal alle, wer hätte gedacht, dass irgendwann einmal die Berliner Verkehrsbetriebe cool werden? Abkürzung ich übrigens nicht. BVG. Ja, ich würde das gerne hinterher noch klären, wofür dieses G steht. Ja. Aber das können wir beim Aftershow-Bier machen. Man hat aber bei der BVG anscheinend einmal kurz gut nachgedacht und die Agentur GUD damit beauftragt, eben genau diese Mission zu erfüllen. Das machen sie fantastisch. Hier ist der dritte Beitrag, der dritte Nominierte in der Kategorie Best Brand Channel, die BVG. Willkommen beim Schießfilm zum Brandkampagne der BVG. Mach mal Beats! Könnt ihr machen, ist mir egal. Solche Sachen sind uns egal. Wir euch lieben. Das Geräusch der Türen macht mir Tinnitus. Zug stinkt nach Dänemark. Face a living is starting to cry. She had a plan and then she took a smack in the mouth. And it all went south. All the ohne uns gibst du mit nicht zu. Das, was wir wollen, bist du. Hallo, Han. Because we love you. Beitrag Nummer 3, die BVG. Der dritte Nominierte, das bedeutet für Sie, sehr verehrte Damen und Herren, jetzt geht's ans Arbeiten. Sie finden an Ihren Sitzgelegenheiten Abstimmungsgeräte. Mhm. Aber das Schöne ist ja, Sie alle haben eine Aufmerksamkeitsspanne einer Fruchtfliege. Deshalb kommen jetzt nochmal alle drei Nominierten im Schnelldurchlauf. Zur Orientierung. Die Baumarktkette Hornbach steht seit jeher in der Digitalkommunikation sinnbildlich für die Gefühlswelt der Heimwerker. Feuer! Läuft bei uns! Bei zwei Videos die Woche kommt ordentlich was zusammen. Supergeil. Tschüss! Tschüss! Mach mal Beat! Because we love you. Ganz schwierig, deswegen darf ich diese Moderation übernehmen, weil Janine Was? Nicht so gut mit Zahlen ist. Entschuldige bitte, bis drei zählen kann ich locker. Wir zeigen noch einmal kurz, welche Zahl Sie für welches Unternehmen drücken dürfen. Sie haben sich vielleicht schon entschieden, hier oben steht es ganz deutlich noch einmal. Hornbach die 1, Edeka die 2 und die BVG die 3. Drücken Sie bitte jetzt und dann haben wir auch gleich blitzschnell ein Ergebnis errechnet. Backstage sitzen. Eine Wahl ist drin, das heißt, Sie können sich nicht umentscheiden. Wählen Sie weise. Welcher dieser drei Kanäle verdient eine goldene Kamera, beziehungsweise verdienen tun Sie sie alle drei, aber wer bekommt sie? Sie sind am Ende höchstpersönlich dafür verantwortlich zu machen. Der Best Brand Channel. Nur zur Aufmunterung, wir haben ein Viertel der Show heute Abend geschafft. Wir kommen ganz gut durch. Also 0.40 Uhr müssten wir eigentlich bei der Hälfte angekommen. Genau. Dann gibt es vielleicht noch zwischendurch Wasser und Brot. Für uns. Ja. Weil darauf hält man uns seit drei Tagen. Drei Zahlen, ein Finger, einmal tippen. Ich weiß, für mich ist das überfordernd, aber Sie dürften das schaffen. Die Spannung steigt, ich merke es. Es wird wärmer. Es wird langsam auch wieder ruhiger. Die meisten scheinen abgestimmt zu haben. Dieses Voting schließt nicht, bis nicht der Letzte gedrückt hat. Ich sag's Ihnen gleich. Und wir haben, meine Damen und Herren, ein Ergebnis, das wir gerne mit Ihnen grafisch teilen wollen. Wer gewinnt die goldene Kamera in der Kategorie Best Brand Channel? Und da ist es! Die BVG! Die BVG. Wer fühlt sich angesprochen von der Agentur und von der BVG? Herzlich willkommen! Einen wunderschönen guten Abend, ganz herzlichen Glückwunsch! Verzeihung, Glückwunsch. Erst so rum. Hier kommen ist Sie, Ihre goldene Kamera. Genau. Kommen Sie direkt. Kommen Sie in die Mitte. Vielleicht stellen Sie sich einmal ganz kurz vor, damit wir Sie einordnen können.
Ich bin Martel Beck, ich bin der Marketingchef der BVG. Wunderbar. Der Marketingchef der BVG. Dann haben wir auch direkt eine Frage, die uns sehr lange schon beschäftigt. Der Fahrplan von der U2. Lassen wir uns mal ganz kurz drüber sprechen. Also Sie sind der Marketingchef, das bedeutet also Fahrplan, Fragen und Beschwerden nicht an Ihre Stelle. Nur für die Menschen auf der Orientierung zur Aftershow-Party. Weil jetzt haben Sie ein Gesicht zum Unternehmen. Ich möchte Sie nur vorwarnen, es kann alles passieren. Wofür steht das G? Das heißt ja nicht Berliner Verkehrsgetriebe, sondern Betriebe. Ich glaube, das ist ein Kind der Wiedervereinigung, weil im Westen waren wir die Berliner Verkehrsgesellschaft und im Osten die Berliner Verkehrsbetriebe. Und wenn beides zusammenkommt, dann heißt man BVG, Berliner Verkehrsbetriebe. Das ist gelungene Zusammenführung. Ja, das ist auch einfach eine Form von Zusammenwachsen, Wiedervereinigung. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, man hat ja als Unternehmen wie die BVG, wie ein öffentliches Beförderungsunternehmen, ja jetzt nicht zwingend den großen Druck, dass man Leute auf sich aufmerksam machen muss, weil man wird ja genutzt. Was war der Anstoß zu sagen, wir brauchen eine Kampagne, die uns als Betrieb, als Beförderungsbetrieb abhebt von allen anderen? Und woher kommt dieser Mut? Weil das ist ja manchmal schon ganz schön eckig. Naja, also ich glaube, so ein Unternehmen kann nur dann erfolgreich sein, wenn es zum guten Ton gehört, BVG zu erfahren. Und wir waren uns sicher, dass sauber, sicher, pünktlich glaubt uns eh keiner. Also. Sehr schön. Wunderschön. Gut, wir danken Ihnen und wünschen einen tollen Abend und viel Spaß mit der Bahn und der BVG und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Glückwunsch! Goldene Kamera, Best Brand Channel. Gut! Dankeschön, vielen Dank. Immer noch vielen herzlichen Dank. Das war der YouTube Goldene Kamera Award. Der YouTube Goldene Kamera Award 2018. Wir bitten an dieser Stelle alle Künstler, alle Preisträger noch einmal zu uns auf die Bühne. Und Ihnen allen möchten wir sagen, vielen Dank. Wie toll, dass Sie da waren, wie toll, dass Sie zumindest so getan haben. Als hätten Sie richtig viel Spaß. Uns hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen einen großen Dank an meinen fantastischen Kollegen Steven Gätje. Und an Janine Michaelsen. Herzlichen Dank. Schönen Abend. Feiern Sie toll. Danke. Tschüss. Alle Preisträger. Tschüss.